Der Fußball hat diese soziale Funktion, der Kitt in der Gesellschaft zu sein. Man lernt, seine Rolle zu finden, man lernt, respektvoll miteinander umzugehen. Der Fußball bietet so viele Möglichkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung und dann ist es nur sinnvoll, wenn so viele wie möglich davon profitieren können. Für mich ist der Frauenfußball der Fußball, in den ich mich persönlich verliebt habe. Ich bin Lena Kassel, ich bin Sportjournalistin und Moderatorin. Heute treffe ich Celia Sasic. Sie ist ehemalige Profifußballerin und mit ihr spreche ich über Vorbilder, Gleichstellung und mehr Sichtbarkeit für Frauen im Fußball. Fangen wir vielleicht mal so an. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ich bin ehemalige Fußballnationalspielerin, habe quasi mein Leben lang Fußball gespielt und bin aber auch seit einem Jahr Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität beim DFB. Und freue mich, dass ich einfach weiterhin in dem Sport, in dem ich groß geworden bin, wirken kann. Wieso hast du dich denn nach deiner aktiven Karriere nicht so wie viele dazu entschlossen, dann so Trainerin zu werden, sondern eher auf die Verbandsebene, auf die repräsentative Ebene zu wechseln? Wieso? Für mich war eigentlich immer so dieses Gemeinschaftsgefühl, weil das, was für mich Fußball ausgemacht hat und auch dieses, was kann das gesellschaftlich bewirken? Was macht das mit Menschen? Was macht das mit Gruppen? Was macht das mit einfach Gesellschaft im Fußball? Und das war das, was mich immer fasziniert hat, auch an diesem Sport. Trainer sein war da irgendwie nie so richtig mein Ding. Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung beim DFB. Wieso braucht man so ein Amt beim DFB? Veränderung ist notwendig in den Strukturen. Ne, wenn man an so eine Mannschaft denkt, da spielen Leute, egal woher du kommst, egal wer du bist, wie du aussiehst, wer deine Eltern sind, das ist total wurscht. Es funktioniert und ist klar. Und das auch ein Stück weit zu übertragen, eben auch auf diese Verbandsfunktionärsebene und dadurch eben auch diese Wirkkraft einfach zu verstärken, das ist, glaube ich, einfach das Spannende. Und da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wie siehst du den Fußball so generell aufgestellt, was Chancengleichheit und auch Gleichstellung angeht? Wir haben jetzt 4 Frauen schon im Präsidium und die Strukturen werden auch wirklich besser. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass dieses Thema auf einer wirklichen hohen Entscheiderebene auch präsent ist. Wie soll Frauenfußball in Deutschland aussehen, wenn man sich darüber einfach klar ist und auch klare Rahmenbedingungen und Voraussetzungen einfach schafft und auch einfordert, um eben hier die Mädels bestmöglich sozusagen auch zu fördern und zu fordern. Ich sehe das ja ein bisschen aus der Spielerinnenperspektive und da ist mir einfach diese gleichwertige Förderung und die Möglichkeit, eine gleiche Ausbildung zu kriegen, einfach sehr, sehr wichtig und dass dieser Zugang einfach gegeben ist für alle. Nachwuchsleistungszentren beispielsweise, ne, wo es einfach eine gleichwertige Förderung gibt, wie es eben auch Jungs und Männer erfahren können. Wie will der DFB Diversität vorleben? Wie kann man sich das vorstellen? Also einfach zu gucken, diesen Sport so inklusiv und diskriminierungsfrei wie möglich einfach auch zu gestalten. Und ob es jetzt in Gremien ist, ob es jetzt einfach nur auch im Hauptamt ist, aber eben auch in den ganzen Projekten, dass man das immer auch ein Stück weit mitdenkt. Das hilft uns allen weiter, weil im Sport selber ist es ja, glaube ich, in Perfektion gegeben. Da kommen dann 11 Spielerinnen zusammen, die sind grundauf verschieden, würden sich wahrscheinlich sonst nie begegnet sein, nicht kennen, nicht miteinander reden, nichts miteinander zu tun haben. Aber jede hat so ihre Stärken und ihre Schwächen natürlich auch. Aber wenn man dann die Stärken in den Vordergrund stellt, die zusammenführt und jeder so ein bisschen was anderes mit reinbringt, dann funktioniert's. Ich werfe mal den großen Begriff Mentor in den Raum. Hattest du da jemanden an deiner Seite, wo du sagst, boah, ohne den wäre es vielleicht auch anders ausgegangen? Also ich glaube, bei mir war es immer mein privates Umfeld, was mir sehr, sehr wichtig war. Aber in dem Sinne, klassischen Mentor gab es dann zu der Zeit nicht. Ich kannte keine fußballspielende Frau. Man kam es selber so vor, als wenn man die Einzige gewesen wäre. Ich hatte männliche Vorbilder. Ich hatte Poster von Zidane in meinem Zimmer hängen und habe seine Schuhe mir gekauft, wollte so sein wie er und auch irgendwann mal mit ihm gemeinsam auf dem Platz stehen, so ungefähr. Also allein schon der Zeitraum, da wo ich gespielt habe, bis halt quasi jetzt, wenn ich an das EM-Finale letztes Jahr denke, wo 18 Millionen Zuschauer da waren, zugeschaut haben und das die meistgesehene Sportsendung war, das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Ich kann mich noch an das Jahr 2015 erinnern, wo ich relativ geschockt war, als ich die Meldung gelesen habe, dass du deine Karriere vorzeitig beendest. Wie kamst du dieser Entscheidung? Für mich war das eine ganz bewusste Entscheidung. Und jetzt nicht gegen das Spielerin sein, sondern einfach für Veränderung. Wo man dann sich einfach Gedanken macht, okay, wie geht's weiter? Grundsätzlich weiter auch Familie gründen, beruflich auch nach dem Fußball. Was sind da Perspektiven, die auch ehrlicherweise vor 8 Jahren andere waren, als sie vielleicht auch heute? Was können denn Marken, Firmen, Sponsoren, Politik, was können die denn dazu beitragen, dass der Fußball der Frauen so sichtbar wird wie noch nie? Sich damit auseinandersetzen ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, dem Thema eine Sichtbarkeit zu geben.
Was kann denn eine erhöhte Sichtbarkeit der Frauen im Fußball bewirken? Der Fußball bietet so viele Möglichkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung, in dem Zurechtfinden in einem sozialen Gefüge sozusagen, dass es einfach nur sinnvoll ist, wenn viele Menschen davon profitieren können. Man lernt, respektvoll miteinander umzugehen, Fair Play, aber eben auch dieses Chancengerechtigkeit, Integration, Inklusion, all das findet man in so einem spielerischen Rahmen, in einem Fußballverein wieder. Und deswegen sind diese Vereine und gerade auch Amateurvereine und die Ehrenamtlichen, die darin arbeiten, so extrem wichtig, weil sie eigentlich auch einen extrem hohen Beitrag für das gesellschaftliche Leben und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einfach auch bieten. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass uns selbstverständlich ganz Deutschland jetzt hier gerade zuschaut. Was würdest du denn in Deutschland sagen wollen? Wenn man jetzt daran denkt, dass wir nächstes Jahr eine Europameisterschaft in Deutschland haben und so ein großes Ereignis, was das bewirken kann, wo wir eine Klimakrise noch haben, wo wir Krieg haben, wo irgendwie so viele Herausforderungen einfach auch da sind und dann so ein Groß-Event einfach auch dafür sorgen kann, dass die Menschen wieder dieses Gemeinschaftsgefühl haben, gemeinsam feiern, dass wir ist ja einfach extrem wichtig, gerade in der jetzigen Zeit können wir das sehr, sehr gut gebrauchen. Wir können da die Menschen alle zusammenbringen, das wäre, glaube ich, eine schöne Sache.